Hallo zusammen, mein Name ist Fabian von Werkzeug.ch und neben ganz vielen Kanistern, die wir in unserem Sortiment haben, haben wir auch Wassertank im Sortiment. Von dieser Linie hier haben wir 48, 59, 72, 84 und 150 Liter Tank im Angebot. Von dem hier, das ist der Soliola Wassertank, haben wir drei verschiedene Grössen im Sortiment aktuell. Um die Tank geht es aber nicht, die haben schon länger im Sortiment. Wir haben eine neue Linie bekommen zum Zeitpunkt dieses Videos und die würde ich euch gerne vorstellen. Das sind alles spezielle Wassertanks, die ich ausgesucht habe für einen gewissen Zweck und das werden wir uns zusammen anschauen. Unsere anderen Wassertanks, die wir im Sortiment haben, die werden technisch blasen. Dem Herstellungsverfahren sagt man so. Die neuen Wassertanks sind alle im Rotationsgussverfahren hergestellt worden. Das heisst, die sind viel eigenstabiler, dünnere, dickere Wände wie die anderen. Sind also alle auch gemacht für unten als Fahrzeug oder einfach aussen als Fahrzeug an. Das ist kein Problem. Sie sind sehr massiv gebaut. Das sieht man auch nur schon an der Deckel an, zum Beispiel. Das ist wirklich eine massive Sache. Also wenn ihr spezielle Anforderungen an den Tank habt oder eine gewisse Form sucht, dann denke ich, haben wir es hier abbilden mit dem neuen Sortiment. Wir haben hier einen 85 Liter Wassertank, der aufrecht steht. Also wenn ihr mal einen schmalen Höhe braucht oder der Deckel oben ist, ist das richtig. Das ist 85 Liter. Dann haben wir hier den kleinen Bruder von dem hier, auch einen aufrechten Wassertank, sehr massiv. Und hier einen kleineren Wassertank, rechteckig, falls ihr irgendwo mal hinter müsst oder in einen schmalen Bau rein, ist das wahrscheinlich dann das Richtige. Hier haben wir einen T5, T6 Ersatzradmulden-Tank. Also den kann man aussen in die Mulde vom Ersatzrad rein tun, anstatt das Ersatzrad natürlich. Das sollte eigentlich auch bei anderen Fahrzeugen schön reinpassen, weil er eine runde Form hat. Die zwei da vorne sind Radkastentanks, die sind gemacht für T5, T6, passen aber auch bei anderen rein. Sie dürfen dann jederzeit bei uns vorbeikommen, wie gewohnt, und die einheben, um zu schauen, ob es passt. Die zwei kommen jeweils mit Haltewinkel dazu. Die haben eingeladene Gewindmuttern, um es befestigen zu können. Da kommen wir nachher noch darauf zurück. Das ist also bei denen jeweils dabei. Ein weiterer Vorteil beim Rotationsgussverfahren ist, man kann Inlays einlegen in die Mold. Also man kann Sachen, Anschlüsse und so weiter gerade ins Fabrikat hineingüssen, eine Art. Das schauen wir jetzt zusammen an. Das sind nämlich die Anschlüsse, die all die Wassertanks bereits drin haben. Das müssen die nicht mehr selber machen, sondern die sind bereits eingegossen worden. Und da haben wir natürlich auch die richtigen Adapter dazu. Wir sehen jeweils in den Bildern von unserem Produkt die technischen Zeichnungen, wo die Anschlüsse genau sind. Zum Beispiel der hier hat, glaube ich, 6 Anschlüsse. Und da haben wir jetzt zum Beispiel den Adapter dazu, der hier reinpasst. Das ist der 1/2 auf 10 mm Adapter, um das Wasser rauszunehmen oder eine Entlüftung zu machen. Wir haben aber auch einen 1/2 grossen Stutzen im Sortiment, der hier reinpasst, um den Ablauf zu machen oder den Zulauf vom Wassertank. Beim 85 Liter ist der einzige, der nicht 1/2 Zoll hat. Also sonst passt alles auf 1/2. Das ist 3/4 Zoll. Hier haben wir einen Adapter, den wir reinschrauben können, 3/4. Und dann sind wir wieder bei 1/2 und dann passt das rein. Welcher Adapter zu welchem Tank passt, steht da in der Produktbeschreibung drin. Wie gesagt, alle haben 1/2 Zoll, außer der 85 Liter. Dort noch das Adapter mitbestellen, dass wir wieder bei 1/2 Zoll sind. Steht aber in der Produktbeschreibung drin. Ich finde die Wassertank hervorragend von der Qualität. Easy, könnt ihr auf das Fahrzeug, ins Fahrzeug rein. Ihr könnt es easy anmontieren mit den Inlets, die es hat. Saubere Sache. Und über die Bestellung würde ich mich freuen.